So, ich bin in Hamburg im alten Bunker und ihr seht schon hier bei Sarah's Screen endlich mal, ja, bei einem meiner Lieblingsprojekte, denn hier geht es um, hier oben seht ihr es, weil gesund, und es geht um individuelle Analysen. Und wir Veganer werden ja oft verschrien, dass wir im Mangel sind, im Mangel Vitamin D, Vitamin B12, Proteine haben wir nicht genug. Und hier bin ich an der richtigen Adresse, wenn ich eben meine einzelnen Werte und natürlich mein komplettes System abchecken will. Alle halbe Jahre sollst du ja zum Doktor gehen und deine Werte messen lassen. Und das kann man mit Sarah Screen halt richtig, richtig geil machen. Und ich bin hier mal exklusiv im Büro und da könnt ihr mir hier reinschauen, wie cool das ist. Also wie gesagt, in Hamburg im alten Bunker. Und da haben wir hier die ganzen Büros. Und schaut mal hier die Aussicht hier auf den Dom sozusagen. Hier, ne? Meetingraum. Und hier seht ihr mal ein paar der geilen, richtig, richtig geilen Tests. Also wir haben hier Mineralstofftest, Cortisol, Omega-3. Du kannst sogar auf Schwermetalle testen. Und jetzt ganz, ganz neu Candida. Da bin ich natürlich irgendwie richtig geil drauf, zu gucken, passt alles mit meinem Darm. Also klar, diese ganzen Bluttests kennt ihr ja, aber jetzt geht es eben auch Stuhltestanalysen und teilweise über den Speichel. Und da können wir eben auch solche abgefahrenen Sachen testen. Hast du vielleicht Jodmangel, hast du Vitamin D und sogar Laktose, Fructose, Intoleranz. Richtig, richtig geil ist hier Lebensmittelintoleranz. Heute ist ja tatsächlich so, dass die meisten Leute irgendwas nicht mehr vertragen. Also entweder Unverträglichkeit oder eben Allergien. Und da wird uns der Olaf später noch ein bisschen was mehr dazu sagen. Der Olaf ist nämlich der Geschäftsführer hier. Da gehen wir jetzt auch gleich mal hin, so ins quasi nächste Büro sozusagen. Und was der Unterschied ist zwischen Unverträglichkeit und Allergien. Denn tatsächlich ist es wohl so, dass Allergien vielleicht nie wieder weggehen, Unverträglichkeiten aber schon. Wenn du halt irgendwie Unverträglichkeitsprobleme hast, dann kannst du die eben auch mit einem Test checken lassen und dann dementsprechend ja, weglassen und dann letztlich deine Unverträglichkeit in den Griff bekommen. Und hier sind wir in dem dritten Büro jetzt hier schon. Und ich sage euch auch gleich, warum das mein Lieblingsbüro ist, weil die Mädels und Jungs hier, die hier arbeiten, die werden hier super versorgt. Hier von allen möglichen Supplements und Ergänzungen. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Wow, richtig geiles Paradies. Für Mr. Broccoli. Weil es natürlich wichtig ist, dass du nicht nur weißt, wo hast du jetzt Probleme, wo hast du vielleicht Unverträglichkeiten, was, auf was reagierst du, sondern eben auch, dass du es danach dann natürlich dann eben auch behandeln und umsetzen kannst. Und da gibt Sarah Screen halt, sag ich mal so, die besten Tipps an die Hand. Das heißt, wenn du jetzt einen Vitamin D-Mangel hast, was genau machst du denn jetzt? Ja, dann geh halt verdammt nochmal raus in die Sonne zum Beispiel oder supplementiert es oder mach und das und das. Also das heißt, du wirst nicht wie beim Arzt alleine gelassen, sondern eben du hast hier ein ganzes Team, teilweise auch von Ökotrophologen, die dann eben auch ganz genau abchecken, was genau du machen solltest, und hast nicht nur die Analysen. Also tschüss Team. Tschüss. Also richtig, richtig geiles Büro, und das ist nur eins von den vielen Büros, und wir gehen jetzt direkt zu Olaf, also zu dem Geschäftsführer sozusagen, in den Meetingraum. Und da habe ich noch eine geile Geschichte für euch, denn da, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, da ist quasi auch so ein bisschen Lager, dass die halt ein paar Sachen da verschicken an die Influencer und so weiter, also nicht das, nicht das Hauptlager, nicht die Hauptdistribution, sondern eben einfach so ein kleines Lager sozusagen. Und ja, jetzt ist das hier zu, da kommt aber jetzt auch gleich jemand. Und dort nehmen wir jetzt gleich ein ausführliches Video und einen ausführlichen Podcast auf. Das heißt, ihr lernt da mal tatsächlich, wie kannst du nicht nur deine Gesundheit, sondern eben auch deine Leistung maximal beeinflussen. Wir haben Beispiele von Profisportlern da,
dass wenn du zum Beispiel das falsche Protein zu dir nimmst, dass die Leistung zurückgeht und mit einem Protein Unverträglichkeitstest oder Proteintest kannst du natürlich dann die richtigen Proteine zu dir nehmen, auch individuell abgemixt sozusagen. Und hier sieht es so geil aus, hier so ein bisschen unaufgeräumt, ne? So hier das provisorische Verkaufslager für die Influencer-Sachen eben auch. Und jetzt ist hier quasi, hier ist übrigens der Proteintest, richtig geil, den will ich auch direkt mal machen, weil ich reagiere öfter auf Erbsenprotein und ich will wissen, ob ich auf Erbsenprotein tatsächlich unverträglich bin, weil dann kann ich es immer weglassen und weiß, dass die Blähungen da rauskommen. Ja? Das kriege ich halt quasi mit solchen Tests raus und dann weiß ich eben auch, welches Protein sollte ich optimal nehmen. Ne? Und natürlich hier ganz, ganz wichtig, hier für Veganer Vitamin B12-Test. Ne? Also wird natürlich regelmäßig gemacht und hier ist unser Podcast-Studio, wo ihr uns jetzt gleich seht. Richtig, richtig geil und schön. Und hier Selfie-Wand, Influencer-Wand. Also, ich freue mich drauf. Und jetzt tunen wir gleich hin. Hier hinten wartet er schon. Olaf, der Meister, komm hier rein. Los geht's. Und lasst uns loslegen. Bis gleich.